Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Partyspiel Pokémon Feuerrot. Wir befinden uns gerade auf der Turmspitze des Pokémon-Turbos in Lavandia. Und diesen Typen haben wir gerade das letzte Mal befreit. Der wurde nämlich hier bedrängt von Team Rocket-Mitgliedern. Und jetzt gucken wir, welches Pokémon es hier angreift. Noctu! Hallo Noctu, ich habe keine Lust, gegen dich zu kämpfen. Deswegen drücken wir auf den Fluchtknopf. Sehr schön. Ich möchte gegen diesen Spinner jetzt nochmal... laufen und dann gucken, was er zu sagen hat. Was? Du kommst, um mich zu retten? Vielen Dank, aber ich bin freiwillig hier. Ich kam her, um die Seele von Tragossus Mutter zu beruhigen. Die Seele des Knocker sollte nun in die ewigen Jagdgründe eingehen. Naja, jedenfalls ist das der Plan gewesen. Trotzdem danke ich dir für deine Sorge um mich. Folg mir ins Pokémon Clubhaus am Fuße dieses Turms. Brat, ich hab dir nicht mal mein... Brati, du kannst dein Pokédex nicht vollenden, du Wurst, weil du ein Kacknoob bist. Wenn du deine Pokémon nicht genügend Liebe und Respekt entgegenbringst, das kommt noch dazu. Dies wird dir bei deinem Abenteuer hoffentlich helfen. Die Pokéflöte, Baby! Schlafende Pokémon wachen auf, wenn sie das Spiel der Pokéflöte hören. Ich könnte die eigentlich auch mal gebrauchen, ey, ich bin auch am Einpennen hier. Du kannst damit alle... schlafenden Pokémon wecken, außer die Pokémon, die dir im Kampf eingeschlafen sind. Dafür sind nämlich nur Aufwecker da. Eigentlich ist das Item voller Crap und nur Redaktion kann aufgeweckt werden. Aber ich habe das Item gekauft und so steht das auf der Verpackung und die haben mich voll verarscht, Mann! Naja, jedenfalls haben wir hier die Pokémon-Flöte bekommen von diesem senilen, alten, schläfrigen und sehr aggressiven Opi. Und jetzt ist es uns möglich, Relaxo herauszufordern. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich freue mich auch darauf, unser Team zu restrukturieren. Mal gucken, was wir da so bekommen können. Neue Teammitglieder dürfen sich gerne bewerben. Mal sehen, wen wir da aufnehmen können. Pokémon bewegen. Zuerst mal Team Pokémon. Und hier Mond kommt in die Friedhofsbox. Trauriges Schicksal. Geselle dich doch zu den bisherig Verstorbenen, nämlich Carpo, Rhea, Skoll und Puck. Oh, diese ganzen armen Pokémon, ey. Und wen nehmen wir stattdessen mit? Die Auswahl ist groß. Wen nehmen wir mit? Ja. Ich finde keinen von diesen hier wirklich ansprechend. Wir haben schon so viele Wasser-Pokémon. Wir haben eigentlich voll viele Wasser-Pokémon hier. Also, nee, weiß ich nicht. Ich glaube, ich lasse den Platz erstmal frei und gucke, was ich das nächste Mal, welches das nächste wilde Pokémon ist, welches ich finde. Und das kommt dann mit ins Team, würde ich vorschlagen. Außer, ja, keine Ahnung. Das ist irgendwie nur so ein richtig blödes Ding. Aber hier hat mich jetzt ehrlich gesagt nichts spontan angesprochen, was wir hier auf dem Bank-Account haben. Deswegen schauen wir mal weiter. Schauen wir einfach mal weiter. Relaxo befindet sich durch Zufall ja direkt auch hier jetzt. In dieser, auf dieser Route. Die Frage ist, in welcher Reihenfolge machen wir jetzt die Sachen, die uns noch offen stehen? Wir können natürlich nach Saffronia City rein. Da gibt es das Karate-Dojo zum Beispiel zu meistern und die Arena von Sabrina. Und das Slivko-Hauptgebäude. Aber ich glaube, das kommt erst nach der Arena. Alternativ könnten wir auch hier nach unten gehen, nach Süden, über diese Routen hier. Das sind ziemlich viele Routen übrigens, sehe ich gerade. 15, 14, 13 und 12, also vier Routen-Pokémon, nach Fuxania City, wo erstens die Safari-Zone ist, zweitens die Arena von Koga. Und dann könnten wir hier über den Radweg zurück. Das würde theoretisch schon ziemlich cool sein, aber andersrum fände ich es noch besser, weil wir dann bergab fahren können. Das ist doch eine gute Lösung. Deswegen fliege ich jetzt nach Prismania City und wir düsen dann den Fahrradweg nach unten bis nach Dingsens hier. Dingsenshausen. Wer kennt es nicht? So, Hydra, dann fliege hoch empor mit mir bitte. Und zwar zu Prismania City. Und dann gucken wir mal, ob wir auf dem Fahrradweg ein paar Biker-Gangs zerstören können. Das wäre nämlich toll. Diese elenden Biker-Gangs, nicht? Die terrorisieren hier die Ortschaft und die komplette Bevölkerung ist in Angst und Schrecken. Und deswegen müssen wir die ausschalten. Außerdem ist hier Relaxo, den wir nicht fangen. Übrigens, weil wir haben hier schon ein Pokémon gefangen, da oben im Gras. Nämlich, ich glaube, es war... weiß ich nicht, welches Pokémon war das? Keine Ahnung. So, die Pokéflöte spielen, denn dann, nur dann wird Relaxo aufgeweckt. Wir wissen nämlich, sein Leben besteht einzig und allein aus Schlafen und Essen. So wie auch das Leben von... beliebig vielen Leuten aus meinem Freundeskreis, ja. Obwohl, ich habe nicht mal beliebig viele... naja. Es ist brummig und greift verschlafen an. Verdammt. Es gibt zwei Relaxos. Und deswegen ist es nicht legendär, sondern semi-legendär. Obwohl, eigentlich ist es nur voll das...
häufige Pokémon, aber weiß ich nicht. Ich fand es immer selten, weil es nur zweimal das gab. So, wir wissen natürlich, Relaxo, Typ normal. Sieht auch schon so aus wie ein Punching Bag, so ein richtig, so ein richtiger Boxsack. Und deswegen sind Kampfattacken natürlich richtig attraktiv und verlockend. Und genau das wäre... Genau das werden wir auch machen und sein Moveset ist auch schon sehr interessant. Er hat nur Erholung oder was? Naja, dann schauen wir mal, was Durchbruch so bewirkt. Er hat natürlich richtig viel KP, das muss man noch dazu sagen. Relaxo ist ein super harter Tank. Oh, jetzt ist er eingeschlafen. Ich weiß nicht, ob das schlau war. Ich weiß nicht, ob das schlau war. Du heilst dich zwar komplett, aber... Ah, das ist schlau. Eine gute Kombo. Mit der Beere heilt er seine Verschlafenheit auf einmal so wieder. Das ist durchaus schlau. Das ist super sinnvoll gewesen. Aber was dieser Mr. Fuji da gesagt hat, ne? Das ist ja totaler Schwachsinn. Mit der Pokémon-Flöte kann man nämlich gar keine Pokémon aufwecken, die eingeschlafen sind. Das geht nur bei Relaxo. Also da wurde er ja wohl ordentlich an der Nase herumgeführt von dem Verkäufer, der ihm das weiß gemacht. Die Katze im Sack hat er nämlich gekauft, ne? So, Sinope, wir haben den besiegt, diesen Typen. Und Hydra hat auch dazu beigetragen, aber hauptsächlich Sinope, ne? So. Das haben wir schon mal erledigt. Relaxo hat sich wieder beruhigt. Er geht und läuft in die Berge zurück. Eigentlich haben wir es gerade in seine Einzelteile zerberstet, aber okay. So, gibt es hier oben vielleicht ein Item, ein Geschenk für uns von Professor Eichs Assistenten? Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eich, Assistent. Wenn du mindestens für... Oh, vergiss es. Münzamulett. Klingt zwar toll, aber ich habe nicht mal so viele. Ich habe nicht mal so viele Pokémon, deswegen kann ich das nicht annehmen, dieses Angebot. Hallo? Der Radweg ist ein abschüssiges Küstenstraße mit herrlichem Streckenverlauf. Ich habe zum Glück auch ein Fahrrad, ansonsten hätten wir, glaube ich, hier gar nicht durchgedurft. Hier fährt man nämlich automatisch immer Fahrrad und wir sehen schon hier, die richtigen Biker-Gangs haben sich hier schon in dem Flashmob wieder vereint, um wirklich wieder hier die Bürger zu terrorisieren. Du besitzt ein schönes Fahrrad, her damit. Und die haben auch alle Irokesenschnitt, ey, das sind richtige... Aber hier hat er eine Glatze, was ist das denn? Remigus. Mit Fluffeluff. Oh, das ist ja wieder richtig typische Pokémon hier für richtig... Die richtig harten Kerle haben Fluffeluff dabei, ne? Das ist natürlich richtig passend. Oh, das ist so ironisch gut, Alter. Das ist unfassbar. So, Sykorax, mach es platt. Also so ein richtiger Mann, der mit seinem Motorrad fährt und Bier trinkt, so einen richtigen Bart hat und Tattoos und dann kommt Fluffeluff hier aus dem Pokéball. Also ernsthaft, das ist ja wohl... Das ist ja lächerlich. Damit kannst du in einem weiß ich nicht wo auftreten, in der Vera am Mittag Talkshow und die Leute belustigen oder so. Aber hier doch nicht im Pokémon-Kampf, Alter, willst du mich... Na, genug gelästert über den Typen. Er hat ein schweres Los schon allein damit zu tragen, dass er diesen Kampf haushoch verliert. Aber was erwartet er auch mit so einem Ich weiß gar nicht, wie die anderen Mitglieder seiner Gang ihn die ganze Zeit auslachen deswegen. Also er hätte ja alles haben können, nicht? Die brutalsten Pokémon der Welt stehen ihm offen. Sherox und Onix. Und was die ganzen Gangster haben. Und dann hat der Fluffeluff. So, was kommt jetzt? Ich habe nicht aufgepasst, weil ich mich echauffiert habe. Was kommt? Sand am Meer. Richtig viel Sand am Meer. Dann, Sinope. Komm, Sinope. Den saugen wir leer. Der schmeckt nämlich richtig gut. Richtig schön ausgesaugter Sandama. Das ist, richtig cool. Sandama war damals ein exklusives Pokémon, welches es in der blauen Edition gab. Und da hat man theoretisch die Möglichkeit, seine ganzen Leute abzuzocken, die nur Pokémon rot hatten. Weil man einen blau hatte und da kam Sandama nur vor. Falls ich gerade rot gesagt habe, dann sorry, er kommt nur in der blauen vor. Und konnte man immer Geld verlangen und Pausenbrote. Gib mir ein Pausenbrot und dann gebe ich dir ein Sandama. So ging es da in der Grundschule ordentlich zu. Und so hat man Pausenbrot bekommen ohne Ende, weil man die ganze Zeit Sandama verteilt hat, ne? An alle Leute wollten Sandama haben. Und alle waren bereit, Pausenbrot dafür zu geben. Und natürlich das obligatorische Pokémon, was man noch dazu bekommt, Raupi oder so, was es da immer war, Taubsi, Radfratz. Das finde ich auch immer komisch, dass man Pokémon immer nur 1:1 tauschen kann. Weil manche Pokémon sind doch viel seltener und mehr wert. Und deswegen wäre es doch sinnvoll, wenn man dann 1:N Tausch machen könnte mit N Element der Menge der natürlichen Zahlen. Größer 0. So, Hornliu kommt. Da gehen wir mit Hydra gegen an. Also das hier ist ein sehr polarisierender Partner. Ich bin sehr on fire in dieser Folge, glaube ich. Es gibt viel zu erzählen, ja. Hornliu, wieder mal ein richtiges Opfer für Hydra.
Also erst Mr. Fuji, ne? Wo der richtig hier ausgerastet ist. Dann dieser Rocker hier mit seinem Fluffluff. Stellt euch das mal vor, ey. Fluffluff an so einem Rocker, ey. Naja, jetzt hat er auf jeden Fall kein Pokémon mehr. Ich muss mal gucken, was seine Freunde über ihn sagen. Die lachen ihn doch aus, ey. Die lachen ihn aus, ohne Ende. Guck mal, wie er ausgesehen hat. Und der hat einen Fluffluff. Was willst du? Ich will mich beschweren über deinen nicht rockermäßig verhaltenen Rocker mit Freund. Biker Eduard mit Radfratz. Oh, du hast auch so... Na, Radfratz ist zumindest okay. Weil Radikal... Ja. Du willst auf einen Radikal hinaus und deswegen kann ich einen Radfratz als Rocker-Pokémon akzeptieren, ja. Ich lasse das nochmal durchgehen. Radfratz ist in Ordnung. Auf dem Weg zu Radikal. Radikal ist Rocker-Pokémon. Ende. Keine Diskussion dahingehend. Hyperzahn, oh mein Gott, muss ich mir Sorgen machen? Ne, gar nicht. Das ist nicht mal effektiv, weil ich ein Stahl-Pokémon bin. Sehr schön. Oder Metall, oder Stahl, oder Eisen. Ein Eisen-Pokémon, ne? Und das ist doch cool. So. Ordentlich XP und Raichu wird in den Kampf geschickt. Was machen wir da Schlaues gegen? Wir haben da nichts Schlaues mehr gegen. Ich könnte theoretisch Phobos reinschicken. Moment mal, bist du eigentlich vom Zweityp Boden? Ja, rein in der Theorie dürfte dich Elektro dann ja gar nicht treffen. Aber die Theorie hat sich schon öfters mal als fälschlich herausgestellt und deswegen kann ich mir auch hier vorstellen, dass das wieder mal nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Machen wir mal Lehmschelle und schauen, was passiert. Ach, der greift sowieso nicht mit Elektro an. Hätte mir auch klar sein können von Anfang an. Die sind nämlich dumm, die ganzen Trainer hier. Sehr effektiv und Initiative. Nee, Genauigkeit gesenkt. Das ist doch schön. Rutenschlag gegen daneben. Ja, das ärgert dich jetzt bestimmt richtig hart. So, sehr effektiv. Damals, als ich den Pokémon-Anime gesehen habe, habe ich mich immer gefragt, Ash, entwickel Pikachu doch. Gib ihm einfach so einen Donnerstein und dann wird es zum Raichu. Aber er wollte das nie machen. Bis heute hat er das nicht gemacht und wir sind schon bei Pokémon Folge 1500 oder so. Na, so viel sind es nicht, aber... Bodycheck, das klingt gar nicht mal so schlecht. Aber ist es das wirklich... Also Tackle kann man auf jeden Fall rausschmeißen dafür, oder? Bodycheck 90. Aber mit Selbstverletzung. Aber besser als Tackle ist es ja wohl auf jeden Fall. Weg mit Tackle, her mit Bodycheck. Also sowas von. Das, da lasse ich mich gar nicht zweimal fragen. Bodycheck! Jawohl, jetzt können wir auch Rugby spielen mit unserem Pokémon. Wag ja nicht zu lachen. Nee, ich hab mich schon genug ausgelacht über den anderen Typen. Also du bist hier nicht so eine Lachnummer, ganz ehrlich. So, lass uns spielen, Hasenfuß. Ja, dann welches Spiel dann? Verstecken? Fangen? Oder Köpfe abhacken? Wahrscheinlich Köpfe abhacken. Mit Seemobs. Das ist auch wieder so ein typisches Rocker-Pokémon, ne? Aber besser als Fluffeluff. Immer still better than Fluffeluff, ja? So, Megasauger. Ich glaube, Seemobs hat nicht so die allergrößte der Chancen. Hat weniger gemacht, als ich eigentlich wollte. Sinope ist eigentlich voll schwach. Oh nein, das ist eine Eisattacke. Oh nein. Okay, alles klar. Oh Gott, ich hatte schon wieder Schiss, ey. Ich hatte schon wieder berechtigten Schiss. Ich dachte doch, das trifft vierfach effektiv, aber das war wohl nicht so. Weil ich dachte, Käferflug ist meine Kombination. Eis ist sehr effektiv gegen beides davon. Das hätte ordentlich in die Hose gehen können. Aber scheinbar ist Sinope nur Typ Käfer und nicht vom Typ Flug. Oder Seemobs ist einfach extrem schwach. Das kann natürlich auch sein. Dennoch war es eine knappe Kiste. Und ich habe mich sehr aufgeregt. Und ein Schockerlebnis war das für mich wieder. Plusle. Oder Plazzle. Darf man nicht unterschätzen. Wir hatten ja schon mal das Rampage Plazzle in dieser Challenge gesehen. Wie der aufräumen kann, ey. Das ist eine richtig harte Nuss. Ich dachte ja immer, Plazzle und Minnen machen immer nur rechte Hand, linke Hand, macht nichts, weil die das nie hinbekommen, richtig zu benutzen und so. Und dann hat der einfach hier, der Plazzle von dem Gegner hat einfach getötet, Pokémon von mir. Irgendwie zwei Pokémon getötet und eins zur Hälfte geschwächt oder so, weil der auch Attacken hatte, die sonst keiner erwartet. Zum Beispiel, weiß ich nicht, Erdbeben oder so. Aber wir sehen schon hier, die Rocker hier, die haben schon ein Thema von den Pokémon, ne? Also richtig, die brutalsten Pokémon der Brutalen mit Fluffeluff, Seemobs, Plazzle. Also hier richtig, die richtig härtesten Pokémon kommen hier vor. Ne? Das ist hart. Hart. Du kleine Ratte, Alter, jetzt bekommst du mal richtig auf die Nase, Alter.
Ich glaube, wir sollten uns schnell hier verziehen. Nicht, dass der noch hier eskaliert. Wir müssen schnell den Part beenden. Ansonsten bekommen wir noch auf die Fresse von dem. Deswegen bis zum nächsten Mal, Leute, und ciao.